R-E-W-I-N-S-I-D. Digga, will er mich Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Empire. Gestern gab es leider keine Folge, meine Freunde, weil wir gestern ja den ganzen Prank und sowas an Dena gemacht haben. Gestern erst zurückgekommen sind aus Los Angeles. Heute geht's natürlich wieder weiter, meine Freunde. Und heute Abend gibt's natürlich um 19.30 Uhr auch wieder einen richtig geisteskranken Livestream. Denn ich habe von einem netten Vögelchen, nun ja, wie soll ich sagen, ein nettes Vögelchen, was sich hier gerade auf dem Server befindet, eventuell Informationen zugesteckt bekommen, beziehungsweise eine Nachricht von Tobi erhalten, eine mündliche Überbringung, meine Freunde. Das heißt, wir wissen jetzt zu einer Gewissheit von ungefähr 80%, wo sich das Lager von dem dämlichen Pat und seinen Mafia-Kompanen irgendwo verstecken wird, meine Freunde. Ich denke mal, dass wir das heute Abend dann letztendlich ausfindig machen werden. Also schaut auf jeden Fall im Stream rein. 19.30 Uhr geht's los, meine Freunde. Später wird auf jeden Fall auch nochmal Destiny gezockt. Da haben wir auch nochmal extrem Bock. Das Spiel ist ja gestern rausgekommen. Aber heute geht's erstmal darum, dass wir Tobi befreien, meine Freunde. Was ist denn jetzt hier schon wieder los? Was ist das hier? Alter. Hallo? Och nein. Och nein. Och nein, komm. Och nee. Och nee. Och nee, komm. Ach nee, komm. Ah, komm. Jetzt verpiss dich aber hier. Jetzt verpiss dich aber hier. Jetzt verpiss dich aber, mein Freund. Aber ganz schnell hier. Aber ganz schnell, mein Freund. Aber weg mit dir. Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Waffen? Wo sind meine Schusswaffen hin? Ja, jetzt aber hier. Ab dafür, mein Freund. Ab dafür. Komm, 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 komm. Ich weiß, dass du da immer wieder kommst. Ich weiß, dass du doch jetzt wieder umdrehst, mein Freund. Aha, weg ist er. Sehr schön. Nerviges Drecksding. Okay. Ich wollte mal ganz kurz die Alarmanlage da vorne ausmachen, weil ich habe keine Ahnung, die ist irgendwie... Oder? Ja, sie ist an. Hört ihr das? Ich weiß nicht. Ich glaube, man hört das ganz gut. Ja, hier ist auf jeden Fall irgendwas an. Ich glaube, ich mache die mal ganz aus, meine Freunde. Und dann kann ich euch nämlich mal zeigen, was ich für heute Abend, vorbereitet habe. Petter hat es tatsächlich geschafft, meine Freunde. Ihr habt ja selber gesehen, er ist tatsächlich wieder ausgebrochen. Wir haben da einen riesigen Fehler begangen. Ich hätte Tobi niemals alleine lassen sollen mit ihm. Ich hätte niemals gedacht, dass Petter noch irgendwas in der Hinterhand hat, meine Freunde. Ich meine, wie soll man das auch denken? Immerhin sind wir im sichersten Gefängnis von ganz Empire, Leute. Aber gut, ich würde sagen, für heute Abend bin ich auf jeden Fall soweit vorbereitet. Ich habe dieses wunderschöne OP-Luftschiff hier noch. Ich weiß nicht mehr genau, wie man es bedient, aber irgendwie werden wir es schon hinbekommen. Das heißt, da, wo sich die Basis befindet, werden wir erstmal einen richtig schönen fetten Bombenhagel machen, meine Freunde. Heute Abend dann natürlich die Basis erstmal komplett freisprengen und freilegen. Und ich habe mir noch ein wenig Equipment besorgt und habe mit Masitrix zusammengearbeitet an neuen Waffen, meine Freunde. Tobi sitzt ja tatsächlich im Moment irgendwie in den Händen der Mafia. Ich weiß nicht, ob es ihm gut geht. Tinus meinte, dass ich ihm nur sagen soll, wo sich das Lager befindet. Er hat nichts über Tobis Gesundheitszustand und so sagen können. Also dementsprechend mache ich mir natürlich schon Sorgen, meine Freunde. Und deshalb bin ich hingegangen und habe etwas vorbereitet. Schaut euch das mal an, Leute. Ich habe hier eine endgeisteskranke Rüstung vorbereitet, meine Freunde. Ziemlich nice Waffen und ein bisschen noch was zu verzaubern und ein Enchantment-Table, den ich gleich hier noch aufbauen werde, denn wir müssen echt noch eine Menge herstellen, meine Freunde. Ich würde sagen, bevor wir jetzt erstmal irgendwas machen, gehe ich jetzt erstmal hin und baue hier mal ganz kurz die kleine Reihe zum Enchanten auf, damit wir auf jeden Fall gleich schon mal voll verzaubert sind, was das angeht. Das heißt, dann können wir da uns auf jeden Fall schon mal ganz entspannt zurücklehnen, meine Freunde, und schon mal unsere Rüstung fertig machen, dass wir das auf jeden Fall schon mal gemacht haben. So, ich glaube, das sollte so hinkommen. Ich glaube, wenn ich es jetzt so mache, ist das auf jeden Fall hundertprozentig. Dann kann ich auch 30 Level verzaubern, meine Freunde. Ihr seht ja, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was übrig. Das sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Dann haben wir hier noch, meine Freunde, eine wunderschöne Rüstung, die ich euch, den Kürbiskuchen vielleicht wieder, dann behalt den Kürbiskuchen ruhig, gar kein Problem. Ich habe hier, Leute, Stahl geschmiedet, in den Höllenflammen wirklich, ja, eine komplett neue Rüstung erhalten. Und ich würde sagen, schaut euch diese Rüstung mal bitte an, meine Freunde. So etwas habt ihr noch nicht gesehen, noch nie in eurem Leben habt ihr so eine Rüstung gesehen. Schaut euch das mal an, Leute. Diese Rüstung hat eine integrierte Gasmaske, ein Atemsystem. Das heißt, mir kann es komplett egal sein, was drumherum passiert, Leute. Ich kann auf jeden Fall immer auf dieses System zurückgreifen. Ein Navigationssystem, ein Heads-Up-Display und verschiedene Energieoptionen. Ist dieser verdammte Drache schon wieder da? Ist dieser verdammte... Ich höre ihn doch. Ich höre... Da ist er schon wieder. Junge, verpiss dich doch. Geh doch jetzt. Ja, geh doch. Hör doch auf, in der Luft rumzubeißen. Okay, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Bis der hier ist, das dauert noch ein bisschen. Ich hole mir mal ganz kurz eine Schusswaffe und ich glaube, ich erledige ihn so. Denn ich habe noch ein paar neue Schusswaffen bekommen. Passt mal auf. Schaut mal hier, Leute. Ich habe hier unter anderem den Flammenwerfer, den kennt ihr. Diese Waffe kennt ihr auch, die Sniper. Das Ding hier, vielleicht können wir es jetzt einfach mal benutzen. Passt mal auf. Das hier ist nämlich eine Bazooka. Und diese Bazooka ist, nun ja, wie soll ich sagen, ziemlich stark. Oh Gott, das ist der Drache schon hier. Ah, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh, Alter, der Knockback. Und er fliegt wieder weg, oder was? Okay, wartet mal ganz kurz. Ich muss ganz kurz hier das Ding in die Hand nehmen. Achtung! Bam! Habt ihr das gesehen, Leute? Oh! Das ist runtergefallen. Das holen wir uns, das holen wir uns. Alligatoren, Alligatoren, Alligatoren! Ah! Okay, hoffentlich hat die Ziege nicht gegessen. Wo ist es hin? Verdammt, kommen die zu mir? Nee, die kommen nicht zu mir. Wo ist es hingefallen? Ich wollte unbedingt wissen, was es ist. Oh nein, ich glaube, die Ziege hat es gegessen. Ich glaube, die Ziege hat es gegessen. Aber ihr habt auf jeden Fall gerade gesehen, Leute, dass diese Bazooka übertrieben krank ist. Und mit dieser Bazooka werden wir uns heute Abend den ersten Einblick in Petrits kleines Lager machen. Verdammt, ich wüsste wirklich gern, was es gewesen ist. Sah aus wie so eine Rüstung von meinem Rüstungsteil. Das kann ja eigentlich nicht sein. Wobei,
Naja gut, ich weiß natürlich nicht, wo Masitrix diese Rüstung her hat. Ist ja auch egal, meine Freunde. Ist auch alles halb so wild. Ist egal, was jetzt runtergekommen ist. Ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder nach oben. Denn es geht natürlich heute darum, dass wir uns auf jeden Fall vorbereiten. Ich mache jetzt mal ganz meine Sachen für heute Abend fertig. Wie gesagt, um 19.30 Uhr würde ich euch gerne wieder am Start haben, Leute. Es wird sich auf jeden Fall echt für euch alle lohnen. Denn wir haben so viel geplant, Leute. Wir haben so viel geplant, ihr glaubt es erstmal gar nicht. Das, was heute Abend geschehen wird, Alter. Also ich kann's echt nicht in Worte fassen. Was soll ich sagen? Also Patricks Basis wird auf jeden Fall heute Abend komplett auseinandergenommen. So viel ist schon mal gewiss. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir endlich mal hin und ich zeige euch mal ganz kurz die Waffen. Also, wir haben hier einmal eine P90, meine Freunde. Eine kleine, ihr seht es vielleicht, eine kleine Gewehrwaffe, die deutlich stärker ist und deutlich schneller schießt als meine Schrotflinte. Ihr habt auch gerade schon gesehen, dass diese wunderschöne Bazooka tatsächlich echt ganz gut funktioniert, Leute. Also das ist auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich nice zu machen. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz hin und ich zeige euch mal ganz kurz die P90. P90 schießt ziemlich, ziemlich schnell. Schaut mal her. Also es ist auf jeden Fall ein Maschinengewehr, Leute. Und mit dieser Waffe können wir auf jeden Fall heute Abend zugreifen. Ich weiß noch gar nicht genau, ob ich eventuell sogar Unterstützung bekomme von Sinus und den anderen. Das ist noch gar nicht so hundertprozentig klar, ob die sich jetzt da auf eine Seite stellen wollen. Klar, die Sniper kennt ihr und die Schrotflinte und den Flammenwerfer kennt ihr auch. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, was ich heute Abend auf jeden Fall alles im Petto habe. Ja, Leute, ich würde sagen, ich mache mir mal ganz kurz einen Armboss und dann können wir nämlich nochmal hingehen und uns Gedanken machen, wie wir unsere Rüstung zusammen craften mit den ganzen Dingern. Ich glaube, verzaubern an sich muss ich ja gar nicht, weil ich ja letztendlich die ganzen Bücher schon habe, netterweise von Masitrix. Und dann können wir uns quasi direkt mal hinmachen und die Rüstung nämlich ordentlich aufmotzen und dann gleich schon die Stadt aufmachen. Leute, letzte Vorbereitung in meinem Haus treffen und dann würde ich sagen, kann es doch heute Abend direkt losgehen. Wie gesagt, ich bin echt guter Dinge, dass wir heute Abend endlich die Mafia zur Strecke bringen. Ich hoffe es zumindest, Leute. Ich habe wirklich keine Lust mehr darauf, auf dieses ganze Hin und Her. Ich habe keine Lust mehr, dass Patrick sich hier aufführt, als wäre er der Boss der Stadt. Leute, ihr dürft nicht vergessen, ich bin immer noch der verdammte Bürgermeister dieser Stadt, der verdammte Präsident dieses Landes in diesem Sinne. Und dementsprechend muss auf jeden Fall heute Abend was passieren, Leute. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall der richtige und einzige Weg ist, den wir hier eingehen können. So Leute, schaut mal hier, ich baller das Ganze auf jeden Fall schon mal mit Protection voll, würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall schon mal Protection auf unseren wunderschönen Buddy, wisst ihr was, Alter, den nenne ich Prototype, ach komm, das ist schon egal, wir nennen es einfach irgendwie Revist Chest, damit wir auf jeden Fall auch wissen, wem das Ding gehört, Revist Chest, dann würde ich sagen, machen wir hier einmal noch aus Revist Chest, machen wir noch ein paar, was habe ich hier noch, Thorns machen wir auf jeden Fall noch drauf, oh, das wird auf jeden Fall echt teuer gerade und Mending muss natürlich auch drauf, Leute, also ihr seht auf jeden Fall schon, diese Rüstung wird echt krank badass und die ist deutlich stärker als alles andere, was ihr kennt, Leute, diese Rüstung, ja, die ist deutlich stärker als eine Dia-Rüstung oder alles andere, Leute, also dieses Ding, ja, wird mich heute Abend hoffentlich vor, weiß ich nicht, Kugelsalven und sonst was beschützen. Ich muss wirklich sagen, dass ich verdammt nochmal krank Schiss habe. Ich habe wirklich Angst, heute Abend da einzugreifen, meine Freunde. Aber letztendlich ist das der einzige Weg, um Tobi zurückzuholen und vor allen Dingen endlich dieses ganze Hin und Her mit der dämlichen Mafia mal beiseite zu legen und sich dann auf das Wichtige in dieser Stadt zu konzentrieren. Nämlich, was vielleicht mit Massenmörder Maverick und so weiter und so fort passiert. So, passt mal auf. Ich würde sagen, wir haben hier noch einmal Protection. Das machen wir noch einmal drauf. Oh, jetzt habe ich hier zweimal, ich habe zweimal Mending drauf gemacht. Oh nein. Oh, das war so dumm. Naja, gut, okay, egal. Das kriegen wir auf jeden Fall noch geklärt. Alles kein Ding, Leute. Dann müssen wir uns irgendwie noch bei Masitrix was Neues besorgen. Das ist auch nicht so schlimm. Fässer vorne kommt hier auf jeden Fall auf die Schuhe drauf. Und natürlich auch einmal Protection, Leute. Und ich würde sagen, schaut euch jetzt mal diese Rüstung an. Schaut mich mal bitte an, ja? Schaut mich mal bitte an mit der dazugehörigen Waffe in der Hand, Leute. Dieses Ding, ja, wird mich auf jeden Fall heute Abend wirklich komplett durchkehren. Ich werde da auch komplett durchrasieren. Ich werde da keine Überlebende machen, keine Gefangenen werden gemacht, Leute. Heute Abend ist Zahltag, heute Abend wird abgerechnet. Und dementsprechend würde ich sagen, können wir auf jeden Fall, beziehungsweise müssen wir heute Abend letztendlich hingehen und keine Gnade zeigen. Denn Patrick hat sich zu viel erlaubt in dieser Zeit. Patrick ist einfach zu krass gewesen. Patrick hat einfach zu viele Dinge falsch gemacht, Leute. Und dementsprechend bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall der letzte Ausweg ist, den wir hier finden können. Ich hätte es auch gerne anders gemacht. Ich hätte auch gerne eine friedliche Lösung gefunden, Leute. Aber ich glaube, ihr habt mitbekommen, dass so wie sich Patrick verhält, eine friedliche Lösung komplett außer Sichtweite leider Gottes ist. So, passt mal auf. Ich nehme mal hier ganz kurz alles mit, was wir hier noch mit haben. Was brauchen wir nicht? Die Peitsche brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Ein Sniper-Clip mehr kann auch nicht schaden. Und ich glaube, jetzt haben wir auf jeden Fall alles. Dann würde ich sagen, fliegen wir schon mal rüber in die Stadt, meine Freunde. Wie gesagt, dieses Luftschiff hier oben wird heute Abend sicherlich auch eine kleine Rolle spielen. Ihr habt ja schon mal eine Action gesehen. Falls nicht, gibt es hier nochmal einen kleinen Ausschnitt. Oh mein Gott, es schießt. Oh Gott! Ja, ich glaube, ihr erinnert euch vielleicht. Und ich würde sagen, Leute, wir fliegen jetzt mal ganz kurz zu Ricky in die Stadt. Machen uns mal ganz kurz auf den Weg. Ich muss mal schauen, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss... ja. Oh Gott. Das war dumm. Oh nein. Hilfe, wir stürzen ab. Oh Gott, okay. Alles klar. Okay. Wir fliegen wieder hoch. Gar kein Ding.
Gar kein Ding. So, jetzt fliegen wir weiter. Alles gut. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich einfach wieder, wenn ich in der Stadt angekommen bin, weil das ist jetzt nicht so spannend für euch. So, okay, das sehen wir auch schon. Auf Anhieb natürlich die Stadt wiedergefunden. Wir müssen mal jetzt gucken, dass wir hier nicht in die Häuser reinfliegen von Mazitrix Stadtteil. Sieht aber echt ganz schön aus. Kann man nicht anders sagen, Leute. Ich hoffe mal, dass sich auf jeden Fall auch Patrick heute Abend hier blicken lässt am Server, Leute. Aber wie gesagt, da mache ich mir keine Sorgen. Denn falls nicht, selbst wenn Patrick nicht da ist, meine Freunde, selbst wenn Patrick nicht da ist und wir nur Tobi antreffen, wissen wir auf jeden Fall, wo die Base ist und können wir den Hinterhalt vorbereiten. Also alles im allen, Leute. Ich habe die Informationen, die ich brauche. Dementsprechend wird das auf jeden Fall heute ein leichtes Spiel werden für mich. Und ich denke mal, dass wir auf jeden Fall so heute Abend endlich eine endgültige Lösung für diesen verdammten Mafia-Konflikt finden können. Ich kann es nicht mehr aushalten, Leute. Ich habe wirklich keine Lust mehr, das Ganze irgendwie so zu ertragen zu müssen. Patrick hat ja noch dieses eine Luftschiff geklaut von mir. Ich hoffe mal, dass er das heute Abend nicht irgendwie noch einsetzt, um mich da, nun ja, ihr wisst schon, vielleicht in eine... Aua! Oh, das ging gut. Das ging gut mit dem Fässerfall. Das ging sehr gut. Sehr schön geparkt. Ich habe ein wenig Angst, dass Patrick sich eventuell heute Abend mit dem Luftschiff gegen mich wendet, das er da hat. Ich weiß aber allerdings gar nicht, ob Patrick in der Lage ist, ein Luftschiff zu fliegen. Und wenn wir mal ehrlich sind, Leute, ist natürlich jetzt auch die andere Frage, ob Tobi sich natürlich auf die Seite von Patrick schlägt. Ich glaube fast nicht, Leute. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Jetzt bin ich hier in Tobis Haus drin. Das will ich gar nicht. Ich wollte mir ganz kurz angucken, was hier vorne ist. Also, Leute, ich würde sagen, heute Abend geht es, wie gesagt, richtig, richtig ab. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle 19:30 dabei seid. Wie gesagt, es gibt eine Stunde Empire. Danach gibt es Destiny, Leute. Und ich freue mich einfach nur krank darauf. Was ist das hier? Was wird das hier, Leute? Was wird das hier? Was könnte das sein? Das sieht aus wie... Okay. Ich will nicht zu viel spoilern, meine Freunde. Heute Abend, wie gesagt, 19:30 seid am Start. Ich habe mich jetzt komplett vorbereitet. Und dann wird heute Abend ein für alle Mal rasiert und komplett abgerechnet. Wenn ihr heute Abend am Start seid, Leute, lasst mir gerne einen Kommentar da. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend um 19:30 beim Livestream. Haut rein, macht's gut, bis heute. Ciao, ciao!